Diese Sendung widmet Ihnen die Generali-Versicherung. Hallo und herzlich willkommen bei Motor und Trends, unserem Motormagazin auf Ihrem Kanal. Wir melden uns heute vom 84. Automobilsalon hier in Genf. Und hier wird alles geboten, was das Autofahrerherz begehrt. Vom Elektroauto über Zubehör bis zum teuersten SUV. Und wie sagte ein Politiker aus Österreich, mit mir gibt es keine neuen Steuern. Das stimmt natürlich nicht, außer bei jener Firma, wo wir hier am Stand stehen. Da die meisten Toyota-Hybridfahrzeuge unter 90 Gramm CO2 emittieren, fällt bei den Toyota-Hybridfahrzeugen glücklicherweise keine Nova an. In Genf präsentieren wir einerseits eben die Hybridpalette, andererseits auch unseren neuen Star im A-Segment, das ist der Toyota Aygo. Was uns besonders freut, ist, dass wir beim Toyota Aygo dem Kunden ein ganz besonderes Angebot machen können. Der Kunde kann bis zu 10 Karosserieteile selbst austauschen und personalisieren. Das heißt, der Kunde kann seinem Toyota Aygo eine ganz persönliche Note verleihen. Der Genfer Autosalon zählt zu den wichtigsten Automessen weltweit. Auf 102.000 Quadratmetern präsentieren am Genfersee die Hersteller aus aller Welt ihre Neuheiten und Studien. Zunehmend an Bedeutung gewinnen auf dem Automobilsalon am Lac Le Mans auch die alternativen Antriebe. Nahezu alle Hersteller zeigen hier ihre neuesten Elektro-, Brennstoffzellen- oder Hybridautos. Auch zahlreiche Händler und Firmen mit Zubehör, Teilen und Dienstleistungen rund ums Auto sind hier vertreten. Ob exklusive Edelmarke, etablierte Autobauer oder ambitionierter Newcomer. Bis 16. März stehen sie alle im Blickpunkt des internationalen Interesses. Stylisch, sportlich, aufsehenerregend. Opel präsentiert auf dem diesjährigen Genfer Automobilsalon drei absolut heiße Neuheiten. Vor großem Publikum debütieren der coole und charismatische Adam Rox, der rassige Adam S und der Supersportler Astra OPC Xtreme. Wir stehen vor einem Adam. Hat dieser Adam in Österreich viele EFAs gefunden? Nicht nur EFAs haben das Auto begeistert, sondern auch viele Männer. Wir haben bis jetzt mehr als 1500 von diesen Fahrzeugen bereits verkauft und er liegt voll im Trend. Auf den Adam sind wir aber besonders stolz als Österreicher, weil jeder Adam hat einen Motor und ein Getriebe aus Österreich und auch einige Teile, wie die Anbauteile beim Adam Rox, kommen aus Österreich. In diesem Fall eine wirklich landesübergreifende Kooperation. Die Anbauteile kommen aus Tirol und das Herz kommt aus Wien. Gibt es bei Ihnen trotz Nova-Erhöhung neue Steuern oder gibt es auch Autos, die günstiger werden? Die Nova-Erhöhung hat uns natürlich getroffen und vor allem trifft es den Autofahrer, was sehr unangenehm ist. In Summe aber ist es ganz gut ausgegangen, da einige Modelle aufgrund der verbrauchsarmen neuen Motoren, die wir auch anbieten können, billiger werden. So zum Beispiel ein Insignia hat 3,7 Liter Verbrauch, was 99 Gramm CO2-Ausstoß entspricht und diese Fahrzeuge werden auch billiger. Wir haben massiv gekämpft, aber Opel ist wieder im Aufwärtstrend und das zeigt sich auch in dem Marktanteil. So haben wir kumulativ im heurigen Jahr bereits 1,5% am Marktanteil gegenüber dem Vorjahr dazugewonnen. Auch bei der Premium-Marke mit dem Stern gibt es interessante Neuigkeiten. Im Mittelpunkt des Mercedes-Benz-Auftritts steht das S-Klasse Coupé. Das neue Spitzenmodell der Stuttgarter Premium-Marke kombiniert klassische Sportwagenproportionen mit modernem Luxus und neuester Technologie. Also demnächst mit der C-Klasse starten wir bereits in den nächsten Wochen im Verkauf und wir präsentieren das Fahrzeug dann im Juni offiziell. Und mit dem S-Klasse Coupé müssen wir noch ein bisschen warten, das wird dann erst im Herbst soweit sein. Aber die V-Klasse ist dann auch die nächste Premiere, die hier gezeigt wird. Die folgt auch noch im Herbst. Also in diesem Jahr sind wir sehr gut aufgestellt und der GLA ist ja jetzt schon dabei, in die Schauräume zu rollen. Zu den weiteren Mercedes-Highlights zählen die Europapremiere der neuen C-Klasse und die Messepremiere der neuen V-Klasse, die das Raumangebot einer Großraumlimousine mit Mercedes-typischen PKW-Komfort vereint. Ein prominenter Politiker meinte, mit mir gibt es keine neuen Steuern. Gibt es bei Mercedes, bei Firmatic neue Modelle mit diesem Allradsystem? Ja, also es ist ganz wichtig für uns in Österreich insbesondere, dass sich die Firmatic Range auf über 60 Modelle mittlerweile komplettiert hat. Auch die neue S-Klasse natürlich, auch der GLA, das ist ja ein lang erwartetes Allradmodell. Die A-Klasse hat Allrad bekommen und in der neuen C-Klasse wird es natürlich auch in allen Modellen die Firmatic weiterhin geben. Also wir sind breitest aufgestellt und warten jetzt eigentlich nur noch auf den Schnee. Ja.
Auch Hyundai überrascht mit einer Weltneuheit. Sein neues Konzeptfahrzeug Intrado mit einem aus Carbonfaser gefertigten Rahmen. Es wurde hauptsächlich im Europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Hyundai in Rüsselsheim entwickelt. Wir haben hier in Genf zum einen den Intrado, ein vollkommen neues Konzept, was einerseits Leichtbau in Kombination mit Brennstoffzelle kombiniert und das erste Designstück von Peter Schreier für Hyundai darstellt. Zudem sehen wir hier in Genf einen Ausblick, wie Oberklasse aus dem Hause Hyundai aussehen kann anhand des neuen Hyundai Genesis. Und wenn wir jetzt von diesen beiden Fahrzeugen der Zukunft absehen, haben wir hier heute auch präsent den neuen Grand Santa Fe, der in Österreich im Juni diesen Jahres lanciert werden wird. Mit der neuen Genesis Sportlimousine stellt Hyundai seine Kompetenz in den zentralen Bereichen Technologie, Stil, Komfort und Fahrvergnügen unter Beweis. Das Modell der oberen Mittelklasse wird in geringen Stückzahlen erstmals auch in Europa und Russland eingeführt. Als erster Automobilhersteller der Welt hat Hyundai den iX35 mit zwei mittig angeordneten Brennstoffzellen zur Serienreife entwickelt und im Straßenverkehr ausgiebig getestet. Ansonsten fährt sich der Koreaner wie seine Benzin- oder Dieselangetriebenen Typenbrüder. Aus dem Auspuff dieser Autos kommt reiner Wasserdampf. Volkswagen zeigt die Studie T-Roc, ein Konzeptcar mit progressivem Design, im Golfformat. Ergänzt wird der Volkswagen-Messeauftritt durch die Weltpremieren des Golf GTE mit Plug-in-Hybridsystem, den geschärften Scirocco sowie drei Polo-Varianten. Großer Andrang herrscht erwartungsgemäß bei Audi. Der neue TT ist wirklich gelungen. Sein neuestes Muskelpaket hat Seat mitgebracht, den Leon Cupra. Ganz in Grün der Stand der VW-Tochtermarke Skoda. Im Mittelpunkt steht eine bemerkenswerte Studie. Der Frühling ist im Anmarsch, hinter uns ein Auto in grüner, hellgrüner Ostereierfarbe. Ist das ein echtes Osterei oder wird es das demnächst geben? Ja, grün ist unsere Markenfarbe bei Skoda, aber auch die Farbe des Frühlings und die Farbe des Aufbruchs. Aufbruch bei dem Auto hinter uns, das neue Design zu sehen, diese klaren Formen, dieses klare Glas, dem tschechischen Kristall nachgebildet. Diese Designstudie zeigt ein bisschen die Richtung, in die die zukünftigen Skoda-Mobile gehen werden. Und wir haben ja in diesem Jahr, werden wir in Paris den neuen Fabia vorstellen. Und dann etwas später werden wir auch den neuen Superb vorstellen. Und Sie werden einige dieser Elemente, die in diesem Auto sind, dann in diesen Fahrzeugen auch wiederfinden. Wir haben über die Jahre unsere Kompetenz aufgebaut mit guten Vertriebspartnern, engen Kontakt zu unseren Kunden und ein Programm, wenn ich mal den 4x4 Kombi mit Diesel nehme, das ist natürlich exakt zugeschnitten, oder den Yeti, schön auf Österreich zugeschnitten. Aus dem Yeti sind ja jetzt zwei geworden. Momentan zieht die Offroad-Variante natürlich stark, weil wir sie in der Vergangenheit nicht anbieten haben können. Mit der City-Yeti-Version machen wir in den Städten wirklich gute Marktanteile und bei der Offroad-Variante werden sich wahrscheinlich der Yeti und der neue Octavia Scout jetzt um den Platz 1 bei uns im Programm matchen. Und der Yeti bekommt natürlich auch einen Nachfolger. Aber wir denken auch etwas weiter. Also ich persönlich könnte mir auch einen größeren SUV vorstellen, oberhalb des Yetis. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin so ein Konzeptauto schon persönlich gefahren und es hat mir sehr gut gefallen und die Entscheidung kommt bald. Europapremiere bei Suzuki. Der Kleinwagenexperte präsentiert mit dem Celerio seinen neuen Kleinwagen, der die Wünsche der Kunden noch übertrifft. Hinter uns oder neben uns steht ein neues goldgelbes Fahrzeug. Wann kommt es, wie heißt es und wie sehen Sie die Situation für ein neues Auto in Österreich? Ja, also generell ist es so, dass wir hier am Genfer Automobilsalon einen neuen Suzuki präsentieren. Das ist der Suzuki Celerio. Der Celerio ist ein typisches Auto im A-Segment, das heißt also im Kleinwagensegment. Und unser Auto zeichnet besonders die Wirtschaftlichkeit, die Umweltfreundlichkeit und ein fantastisches Raumangebot aus. Wann wird es den Celerio geben? Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir das Fahrzeug bereits Ende dieses Jahres einführen können auf dem österreichischen Markt oder ob wir auf den Wiener Motorshow im Jänner 2015 warten. Viel Raum mit kompakten Abmaßen. Trotz der kompakten Karosserie mit einer Gesamtlänge von 3600 mm bietet der Celerio den geräumigsten Innenraum in seinem Segment. Naja, natürlich ist die Nobelerhöhung keine sehr erfreuliche Sache für den Autofahrer und auch für den Autohandel.
Es hat sich gezeigt, dass also in diesen letzten beiden Monaten das Geschäft an sich ein sehr gutes war. Es wird sich die Nova-Erhöhung natürlich auch im März und im April auswirken, aber ich denke, am Jahresende wird sich es wieder ausgehen auf einen Gesamtmarkt von rund 320.000 Autos in Österreich. Kein anderer Hersteller baut weltweit so viele Kleinwagen wie das japanische Unternehmen. Jäger, Förster und sonstige Hunter, eine Zielgruppe für den Grand Vitara und Jimny? Nach wie vor ist der Jimny ja das Jägerauto schlechthin, auch der Grand Vitara, natürlich in einer anderen Größe, andere Dimension. Aber ich denke, Suzuki steht auf alle Fälle für Jägerautos. Und dazu wünschen wir gute Marktanteile bei der Jagd. Futuristisches Ambiente und interessante Designstudien auch bei Mitsubishi. So könnten möglicherweise zukünftig die Pajero-Modelle aussehen. Neben uns steht eine Studie, heute sehr viele Studien hier, aber diese interessante Studie erinnert so an einen neuen Pajero. Die nächste Generation Pajero mit Plug-in-Hybrid. Mitsubishi wird 2020 20% der Produktion mit Plug-in-Hybrid haben. Also da sehen wir die Zukunft. Selten standen so viele Kleinwagen in den Startlöchern wie in dieser Saison. Der Bogen spann sich vom Preisbrecher bis zum Premium-Modell. Grund für die Entwicklung sind auch die strengen CO2-Grenzwerte. Den Titel Auto des Jahres 2014 räumte diesmal ein Franzose ab. Der Peugeot 308 setzte sich gegen 6 Konkurrenten mit einem eindeutigen Ergebnis durch. Der Gewinner punktete bei den intensiven Testfahrten der Motorjournalisten vor allem als ausgewogener Allrounder. Besondere Anziehungskraft auf die Besucher üben naturgemäß die Edelmarken aus. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti, McLaren, Koenigsegg, Rolls-Royce und viele andere. Alles, was schnell, schön und für den Normalbürger nicht leistbar ist, hat auch seinen besonderen Reiz. Aber man darf ja auch noch Wünsche und Träume haben. Cars und Girls, die beiden gaben auf dem Genfer Salon wie immer eine hervorragende Paarung ab. Neben schönen Autos verwöhnen auch viele attraktive Frauen die Augen der Messebesucher. Girls, 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 soweit das Auge reicht. Girls, 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 Girls. Das war Motor und Trends, unser Motormagazin mit einer Spezialausgabe aus Genf. Mit einer neuen Sendung sehen wir uns demnächst wieder, speziell mit dem Thema Allrad. Für heute sage ich danke fürs Zusehen und bleiben Sie auf diesem Kanal. Diese Sendung widmete Ihnen die Generali-Versicherung.